Und damit willkommen zurück bei Black Mirror. Es ist spät geworden und wir haben Sally gefunden. In der letzten Folge ist unheimlich viel, bitte, ich kann es nicht zusammenfassen, alles hundertprozentig. Wir haben auf jeden Fall unsere Mutter, eigentliche Mutter, getroffen, haben rausgekriegt, was passiert ist. Ich hatte teilweise recht. Der Orden war auch eher der gute Orden gewesen, nicht der böse. Es war also alles ein Orden, es gab nur einen Gegenspieler, der wahrscheinlich mit Angelina zusammengearbeitet hat. Angelina ist die Böse. So im Groben, vielleicht. Okay. Scheiße, die arme Sally. Ein Haufen Handtücher. Oh, alles egal. Ich werde mein Leben lang nicht. Das Fenster, ist jemand aus dem Das Fenster Fenster ist geöffnet. Aber da kann niemand eingestiegen sein. Es dürfte ziemlich schwierig sein, an der Fassade hochzuklettern. Efeu. Guck doch mal raus. Das Fenster ist zu. Als wäre sie das Fenster aufgemacht. Was mit den Vorhängen? Warum können wir die noch mal auswählen? Viele Dächer, Erker, Mauern. Hä, warum können wir das alles nochmal machen? Das Wasser ist kochend heiß. Das Wasser ist kochend heiß. Das Wasser ist kochend heiß. Wasserdampf. Sehen wir da noch was? Da steht tatsächlich was auf den Fliesen. Ein B. Wie Bates. Für mich heißt das, dass Bates nicht der Mörder ist. Wie sollte Sally das B an die Fliesen geschrieben haben? Und wann? Als ihr der Kopf unter Wasser gedrückt wurde und sie verzweifelt um ihr Leben kämpfte? Oder nachdem ihr der Schock ein schnelles Ende gemacht hat? So leicht mache ich es euch nicht. Ihr müsst euch mehr einfallen lassen, um mich auf die falsche Fährte zu bringen. Bates kann ich am ehesten vertrauen. Anscheinend wollte der Mörder, dass ich mich von ihm fernhalte. Oh Gott, oh Gott. Ich muss mit Bates. Oh Gott, sorry, das habe ich jetzt nicht gewusst. Oh Scheiße! Das Schloss brennt! Was? Handtücher. Handtücher und feucht machen. Handtücher. Einige davon sind riesig. Ich nehme eines von den ganz großen. Okay. Und Handtuch feucht machen. Nicht das heiße Wasser natürlich, das kalte. Hervorragend. Es ist triefend nass. Ich speichere nochmal. Huiuiui. Das arme Schloss, das brennt jetzt schon im zweiten Teil, es gibt ja noch einen dritten. Es brennt hier noch ein Teil ab. Tiefluft holen und nichts wie durch. Ich nehme eins von den großen. Alles klar. Und Victoria da oben, die sind ja da oben im oberen Zimmer. Bates! Können Sie mich hören? Adrian, mein Junge, es geht alles zu Ende. Das Schloss. Ganz ruhig. Ich bringe Sie hier raus. Nein. Ich habe mein ganzes Leben in diesem Schloss verbracht. Und hier möchte ich sterben. Aber... Höre, Junge. Dieses Schloss hat deinen Vater und dessen Vater ins Unglück gestürzt. Lass es nicht auch dich korrumpieren. Wehre dich dagegen. Wie soll ich mich dagegen wehren? Geh fort von hier
und komm nie wieder zurück. Du hast dein Leben in Neuengland, das auf dich wartet. Ein gutes Leben, auch wenn du es nie so empfandest. Laufe, Darren Michaels. Laufe und schau nicht mehr zurück. Ach nein. Aber trotzdem die Frage, was ist mit den beiden alten Damen? Oh, scheiße, Bates. Ich werde fortgehen. Aber nicht, bevor ich Angelinas Mörder gefunden habe. Und unsere Mutter jetzt vor allem. Ah, da bist du ja endlich. Ich dachte schon, ich hätte das Feuer zu früh gelegt. Was? Sie waren es? Sie haben Angelina und die anderen getötet? Sie haben das Schloss angezündet und mich gefangen genommen? Ich habe das Feuer gelegt, ja. Und ich habe dich im Bunker eingesperrt. Doch ich bin kein Mörder. Zwing mich also nicht, einer zu werden. Was soll das alles? Was wollen Sie? Keine Zeit für lange Erklärungen. Der Wagen steht bereit. Wir machen eine kleine Reise. Unsere Mutter... Mal wieder am Feuer. Also schön, Louis. Was haben Sie mit den Gordons zu tun? Warum jagen Sie diesem Hirngespinst hinterher? Mir geht es nicht um den Fluch. Ihm geht's nur ums Geld. Das ist unmöglich. Moment. Hallo, Bruderherz. Du bist also immer noch nicht dahinter gekommen? Was? Was tust du? Ich erfülle mein Schicksal. Ich werde Mordreds Macht beschwören und sie mir zu Nutzen machen. Und Boris? Und Sally? Und meine Adoptivmutter? Sie hat geahnt, wer ich war, als ich vor ihrer Tür stand. Sie wollte den Orden warnen. Das konnte ich nicht zulassen. Sie schlug mit dem Kopf auf den Telefontisch. Ich dachte, sie wäre tot. Moment. Wer war die Flammleiche? Nichts Schwester oder so? Ich meine, die einzige junge Frau, die wir sonst kennengelernt haben. Was war mit Reginald Boris? Der Orden hat ihn mir auf den Hals geschickt, wie ich kurze Zeit nach dem Unfall deiner Mutter herausfand. Boris wollte mich kaltstellen, indem er mir den Mord an Fuller in die Schuhe schieben wollte. Mein Plan war, dich mit nach England zu nehmen. Solange Boris in der Nähe war, musste ich befürchten, dass er dich über mich aufklären würde. Also flog ich zurück nach England und rief dich an. Wie nicht anders erwartet, bist du als strahlender Held erschienen, um mich zu retten. Der hat also alle Fährten gelegt für uns. Wir sind blind. Der getappt. Was soll das alles? Was willst du von mir? Ohne das Blut eines männlichen Gordons komme ich nicht in die Akademie und den Beschwörungsraum. Du kannst dir meine Enttäuschung nicht vorstellen, als ich erkennen musste, dass Richards Blut nicht funktionierte. Und meine Freude, als ich dich gefunden habe. Du wusstest nicht die ganze Zeit von mir? Nein. Unsere Mutter und die anderen haben das Geheimnis gut gehütet. Doch ich fand Aufzeichnungen, die mir alles verrieten. Ich kam nach Biddeford, um dich mir um den kleinen Finger zu wickeln. Und das hat ja gut funktioniert. Ich wusste, dass uns etwas verbindet und dass du alles für mich tun würdest. Aber war nicht dieses Spiegelding, dieser Eingang, genau unter dem Schloss gewesen? Kanalisation, jetzt hat es abgebrannt. Wo machen wir das jetzt? Und dein Tod? Wer musste für dich sterben? Die gute Miss Valley hat den Orden wieder aufgebaut, nachdem er fast 100 Jahre von der Bildfläche verschwunden war. Kein Wunder, dass sie sich da so reingehängt hat. Samuel, unser Vater, hat schließlich ihren kleinen Bruder Vic umgebracht. Sie war fanatisch. Ich musste mich vor ihr schützen. Also hast du sie kaltblütig ermordet und angezündet. Und habe damit zwei Probleme auf einmal gelöst. Der Orden hatte seinen Kopf verloren und alle hielten mich für tot. Die scharfe Rotorsche. Ich musste nur noch meine Tagebucheinträge fälschen. Das sind Grafikfehler, sieht das so? Krass. War es nicht ein großes Risiko, mich ins Schloss zu schicken? Natürlich, aber welche Wahl hatte ich? Ich selber konnte ja nicht dahin und Louis hat sich als unfähig erwiesen. Wenn jemand die Scheiben finden konnte, dann du.
Ich vermutete, dass du hinter unser Geheimnis kommen würdest. Aber für den Fall hatten wir immer noch Plan B. Das Schloss anzuzünden und alle Bewohner zu töten? Wie kommst du darauf? Mom! Und jetzt rein da. Stell dich dorthin, Mutter. Hör zu, Angelina. Klappe! Louis, du bewachst den Eingang. Pass auf, dass niemand rein oder rauskommt. Und du? Lass mich raten. Ich soll die Tür öffnen. Allerdings. Die Scheiben, setz sie ein. Mutter. Keine Angst, Mom. Ich hol uns hier raus. Halt's Maul! Sorg lieber dafür, dass wir hier mal vorankommen. Scheiße. Uiuiuiui. Na gut. Im Steinsockel gibt es 3 Rillen. Muss er gleich alle 3 Scheiben? Die Scheibe passt genau in eine der Rillen. Aber sollten wir nicht da ein Rätsel lösen, weil da sind hier irgendwelche Symbole drauf? Auch die 2. Scheibe passt. In Ordnung. Alle 3 Scheiben sind an Ort und Stelle. Im Steinsockel gibt es 3 Rillen. Nur wie? Ja, und jetzt? Muss man drehen? Hör mal! Ich glaube nicht, dass es zwischen uns etwas zu bereden gibt. Machst du Witze? Ich... Das heißt, ich habe kein Interesse an einem Pläuschchen. Im Steinsockel gibt es 3 Rillen. Wir haben 3 Rillen jetzt gedrückt. Was soll ich denn noch machen? Das Tor lässt sich mit Hilfe der Steinscheiben öffnen. Wie genau, weiß ich nicht. Hä? Ist jetzt ein Fehler, ein Bug? Moment, was hier? Öllampe, damit wir es genau betrachten können, bestimmt. Dem Gewicht nach zu urteilen ist noch einig. Ach so, da liegt. Ah, Buntglas. Ah, okay. Im Steinsockel gibt es 3. Raumfeuer. Angelina ist klebt ins Schloss. Das ist seltsam. Die Kerze auf dem Sockel. Hat sie angezündet? Ja. Die Musik gerade. Eigentlich wollte ich jetzt vor einer Stunde schon aufhören, aber erst sein, das geht gerade sowas von dermaßen geil vorwärts. Wir machen das jetzt fertig. Egal. Welcher Schlaf da warten könnte. Irgendetwas muss es mit diesem Löwenkopf im Lichtschein auf sich haben. Vielleicht kann man ihn reindrücken. Das glaube ich weniger. Schneid dir die Hand an der Wand auf. Ich soll. Mach schon! Tu es nicht, Darren. Du darfst ihr das Tor nicht öffnen. Ich zähle bis 3. 3. Stopp! Ist schon gut, ich tu es! An der Wand. Au. Das ist es. Los, rein da! Wie auch immer das ging. Beeindruckend. Da ist ein Kügelchen. Es sieht so aus, als ob hier schon eine sehr lange Zeit niemand mehr gewesen ist. Das ist erst der Anfang. Ich kann die Macht spüren. Mordred ist hier. Hier ganz in der Nähe. Blödsinn. Die Erbauer der Akademie hatten 8 Auserwählte, die die Macht gehütet haben. Nur wenn sich alle 8 auf diese Steinplatten gestellt haben, sollte sich das Tor öffnen. Andernfalls folgte der Tod. So steht es in den alten Schriftstücken. Tja, ich schätze, das können wir vergessen. Wir sind nur zu 4. Sei nicht albern. Dir wird schon was einfallen, Bruderherz. Sie ist vollkommen übergeschnappt. Hilft ja nichts. Anscheinend müssen alle 8 Platten mit Gewicht belastet werden. Aber was, wenn einer der 8 Auserwählten plötzlich und ersatzlos gestorben ist? Dagegen werden die sich doch bestimmt abgesichert haben. Ich sehe mich am besten mal um. Ich wollte gerade sagen, ist doch eigentlich... Die hat sich so lange darauf vorbereitet, nur um dann hier sowas Blödes zu machen und sagen, ach, wir sind nicht 8, aber wir kriegen das schon gut hin. Das bezweifle ich. Eine massive Steintür, ohne Türgriff oder ähnliches. Eine massive Steintür. Heidewitzka.
Löcher? Da sind Löcher in der Wand. Mit Sicherheit für irgendeine hinterhältige Falle. Ich sehe keine Löcher, aber ist egal. Ein schweres Metallgitter. Es sieht nicht so aus, als ließe es sich einfach öffnen. Ein schweres Metallgitter. Ein schweres Metallgitter. Das sollen wohl Gargoyles oder Dämonen oder so etwas sein. Vielleicht sogar der Teufel. Keine Ahnung. Und es interessiert mich auch nicht. Meine arme Mutter ist völlig verängstigt. Sie durchlebt das Entsetzen mit Samuel noch einmal mit ihrer eigenen Tochter. Die Steintür sieht ziemlich schwer aus. Das heißt, wir... Vor dem Eingang steht Louis. Ich könnte vielleicht an ihm vorbeikommen, aber ich kann meine Mutter nicht zurücklassen. Puh, ich würde mal ganz speichern erstmal, bevor ich mich irgendwo drauf stelle. Ich habe so das Gefühl, das kann tödlich enden. Einfach draufstellen. Insgesamt 8 in den Boden eingelassene Steinplatten. Mal sehen. Das war nicht so gut. Nein, das mache ich nicht. Nein, danke. Ich verzeih. Nein, danke. Ich verzeih. Okay, wir wissen zumindest, was für eine Falle ist. Wir müssen aber trotzdem, wir brauchen was. Angelina? Was ist? Was willst du überhaupt von mir? Hast du es immer noch nicht kapiert? Was für einen dummen Bruder ich doch habe. Mach das Gitter auf. Du musst nur alle Steinplatten reindrücken. Alleine? Wie soll ich das denn machen? Dir wird schon was einfallen. Du musst dich auf eine der Steinplatten stellen. Damit ich ein Messer in die Rippen kriege? Ich verzichte. Die Steinplatten haben mit dem Gitter zu tun. Wenn du dich nicht draufstellst, kann ich das Gitter nicht öffnen. Dann soll sie sich draufstellen. Wo soll sie hin? Scheiße. Nein, danke. Ich... Die hier hinten, sind die genauso gefährlich wie die hier vorne? Nein, das mache ich nicht. Weil die so abgesetzt sind? Louis? Mit dem Schwein habe ich jetzt nichts zu bereden. Meine arme Mutter ist völlig verengt. Sie ist vollkommen... Was? Nicht. Sie ist vollkommen... Was? Nicht. Eine Steinplatte im Boden mit... Ich verstehe es gerade nicht, weil wir haben... Ach, hier. Wir haben sonst extrem wenig. Nicht mal Steine und Dach. Hier liegt ein Zettel. Auf dem Zettel ist ein Halbkreis abgebildet, der aus 8 unterschiedlichen Symbolen besteht. Ich schätze, dass das eine Art Gebrauchsanweisung für die Bodenplatten ist. Auf der 3. Platte von links ist ein Messer oder sowas abgebildet. Außerdem ist links außen eine Blume, links Mitte eine Sonne, rechts Mitte Wasser und rechts außen eine Schneeflocke. Na, das klingt doch... Auf dem Zettel ist ein Halbkreis abgebildet, der aus 8 unterschiedlichen Symbolen besteht. Ich schätze, dass das eine Art Gebrauchsanweisung für die Bodenplatten ist. Auf der 3. Platte von links ist ein Messer oder sowas abgebildet. Außerdem ist links außen eine Blume, links Mitte eine Sonne, rechts Mitte Wasser und rechts außen eine Schneeflocke. Das sind Jahreszeiten. Wenn mich nicht alles täuscht. Sie ist vollkommen übergeschnappt. Was? Nicht. Meine arme Mutter ist völlig... Mit dem Schwein habe ich... Dann stellen wir uns hier drauf. Ha! Nochmal. Auf dem Zettel ist ein... Ich schätze, dass auf der 3. Platte von links ist ein Messer oder sowas abgebildet. Außerdem ist links außen eine Blume, links Mitte eine Sonne, rechts Mitte Wasser und rechts außen eine Schneeflocke. Hä? Das
Das ist total blöd. Guck dir das mal genau an. Das sind ja nicht 8, das sind ja... Doch, sind 8. Aber hier ist doch die Blume. Sonne ist doch... Wasserblume, Sonne. Da steht vielleicht das Letzte dran. Blume ist Frühling. Warum ist hier ein Messer? Okay. Angelina? Was ist? Mom, kannst du dich bitte auf diese Bodenplatte da stellen? Wie soll ich denn mit dem Messer anfangen? Warum ist denn das Messer das Erste? Ich will nicht mehr auf die dumme Idee kommen. Tut mir leid. Das verstehe ich nicht. Hier ist Wasser. Das Licht reicht nur wenige Meter hinab. Es könnte 10 oder 100 Meter tief sein. Da werde ich nirgends hintauchen können. Eine abscheuliche Figur. Irgendein Dämon oder vielleicht ein Fabelwesen. Die Leute im Mittelalter waren sehr abergläubisch. Für sie war die Natur voller Geister, Dämonen und Wunder. Anders konnten sie sich nicht erklären, was um sie herum geschah. Naja, und sie hatten solche Figuren, um halt gerade jene Wesen abzuhalten. Deswegen haben sie selber fürchterliche Figuren gehabt. Okay. Was ist das hier? Hier ist eine Art Mechanik angebracht. Jede Menge Symbole. Was auch sonst. Na, guckst du mal an. Was? Wir drehen damit 3... Damit einzeln. Damit 2. Was gibt's denn alles? Sonne, Feuer. Hier soll Sonne hin, hier soll eine Blume hin. Also eine Blüte könnte die sein zum Beispiel. Hier muss ein Kreuz hin. Eine Schneeflocke. Achso, Schneeflocke könnte es auch sein. Und das sind Blätter. Oder was? Oder Pflanze? Okay, irgendwas stimmt nicht. Okay, gut. Wir wissen zumindest ungefähr, wie das geht. Vor allem, wir wissen, wie wir es rumdrehen müssen. Hier durch machen wir 3. Dann können wir das machen, dann machen wir die beiden, dann machen wir die beiden, das kann man einzeln drehen. Damit ist das eigentlich relativ easy. Das ist kein Rätsel, wo man zwei sich parallel... Das hat nicht funktioniert. Vielleicht sollte ich mir die Platten und ja, dann muss ich die Lösung... Ja, ganz ruhig. Guck mal, Frühling. Hier steht, es trägt ein Kleid aus Grün und Weiß. Es schaut hervor aus Schnee und Eis. Lässt der Wind das Glöckchen schwingen, wird bald der erste Vogel singen. Naja, das ist ein Schneeglöckchen. Im Sommer? Auf dieser Tafel steht, ich mache hart, ich mache weich, ich mache arm, man liebt mich, doch nicht allzu nah. Zu nah wird alles aufgezehrt, doch stirbt der, der mich ganz entbehrt. Das könnte wirklich Feuer sein. Im Herbst? Hier steht ein Reim auf der Tafel. Ich habe Flügel, rate Kind, doch flieg ich nur im Kreise. Und singen tue ich, wenn der Wind mir vorpfeift, laut und leise. Was ihr den Feldern abgewinnt, kau ich auf meine Weise. Doch was mir durch die Kehle rinnt, das mundet euch als Speise. Sommer, Herbst hier.
Ach so, eine Windmühle. Okay, gut. Ich hatte gedacht, irgendwas, was ich drehe. Das hat nicht funktioniert. Vielleicht. Und dann muss ich die Lüge. Durch meine Kehle rinnt Mund oder Speise, ja, ja. Das passt, ich wusste es gerade nicht. Ich hatte bereits gerade bei irgendwelchen Pflanzen gewesen, aber stimmt, wir haben ja eine Mühle mitgehabt. Also Mühle ist das hier. Hier steht Folgendes. In der Luft, da fliegt's. Auf der Erde liegt's. Auf dem Baume sitzt's. In der Hand, da schwitzt's. Auf dem Ofen zerläuft's. Und im Wasser ersäuft's. Okay, gucken wir mal schnell nach. Das wird das Letzte sein, damit wissen wir ja die anderen schon mal. Also naja, Eis, Schneeflocke, Zahnrad. Auf dem Ofen zerläuft es. Ja, Schneeflocke oder Eiszapfen ist beides Eis. Ich würde eine Schneeflocke nicht nehmen. Okay, wir wissen auch, was wir machen müssen. Also hier haben wir auf jeden Fall Feuer. Dann hatten wir hier im Frühling, Moment, Schneeglöckchen. Dann probieren wir hier einmal eine Schneeflocke und mache hier eine Windmühle draus. Das war's. Das ist es! Was ist das? Ein Steinfach? Okay. Aber auch hier sagen, es sieht verdammt gut aus, gut erhalten aus. Erstens die Lichter. Dieses Fach ist leer. Die irgendwie gefühlt eher elektrisch sind. Und zum Zweiten. Es fehlt der Herbst. Die Wandmalerei sieht uralt aus. Die Farben verblassen langsam. Aber guckt euch mal hier, das flackert nicht. Wenn es nicht flackert, dann wird es kein. Was anderes? Gemälde? Haben wir nur das eine Gemälde? Okay. Schade. So, was sind das für Stäbe? Ein reich verzierter Stab aus dem Rätselraum. Ich glaube. Ein reich verzierter Stab aus dem Rätselraum. Echt, die bin ich ja vertauscht. Ein reich verzierter Stab aus dem Rätselraum. Okay, haben wir das Rätsel gelöst? Wir speichern mal. So, wie war das hier? Das war die. Das war hier, wo der Felsen runterkam. So, es ist Frühling. Sollen wir jetzt einfach das Ding nehmen für den Frühling und hier drauf tun? Den drauf tun, frage ich mich. Ach so. Die Steinplatte ist eingerastet, aber nichts weiter passiert. Das draufstellen? Ich habe den passenden Stab in die Öffnung gesteckt. Die Platte dürfte deaktiviert sein. Okay. Sommer. Ja, es sind noch weniger, wenn ihr seht. Es sind nicht 8, weil es sind ja Durchgangsteile. Also Sommer muss hier rein. Sommer, habe ich gesagt, muss hier rein. Was? Warum dort? Warum? Das sagt der Zettel nicht. Na gut, machen wir es dort. Oder weil da eine andere Farbe ist. Na gut, vielleicht können wir es daran erkennen. Scheint so, als wäre die Steinplatte eingerastet. Eine Steinplatte im Boden mit einem roten Zeichen. So, wir haben keinen Herbst, wir haben nur Winter. Ich glaube, ich habe die Steinplatte deaktiviert. Zumindest ist sie eingerastet. Damit haben wir das Problem immer noch mit Herbst. Meine arme Mutter ist. Sie ist vollkommen. Was? Nichts. Mit dem Schwein habe ich jetzt nichts.
Ich habe den passenden Stab in die Öffnung gesteckt. So. Wir haben aber immer noch, wie gesagt, 4 und sind nur zu dritt. Uff. Du. Erstmal speichern. Schon mal irgendwas Dummes machen. Aber es ist doch blöd, dass der Zettel das nicht so hergibt. Ja, guck mal, hier ist das Weiße eine Öffnung. Wenn man gesagt hätte, das ist auch eins von diesen Steinteilen. Achso, dann hätten wir uns in die Mitte stellen müssen. Okay, nee, ich nehme es zurück. Ja, ich dachte, das, weil es ja gerade an der Seite war, dachte ich, das ist der Durchgang gemeint. Also bitte, Motor, stell dich mal dort in die Mitte. Bitte, Mitte. Mom? Ja, Adrian. Würdest du dich bitte auf die ist Boden... Ist sie denn ja. sicher? Also gut. Deswegen, oh, deswegen Messer. Ah, jetzt kapiere ich das Messer, ey. Dann hier hin. Ah. Guck mal an. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik zusammenhängt. Ich kann nicht erkennen, wo es hinführt. Ein Seil, das wohl... Kaum zu fassen. Die Maschinen und Apparaturen sehen ziemlich kompliziert aus. Und sie sind aus Metall gefertigt. Ein riesiger Steinblock. Der dürfte mindestens eine Tonne wiegen. Das Gewicht hält mit Sicherheit das große Gitter unten geschlossen. Wie sieht das Gewicht hin? Die Beschreibung, das gibt es Beschreibung. Hebel, Balken, Knöpfe. Mhm. Mit den kleinen Hebeln kann ich wohl einstellen, ob ich das Symbol links oder rechts einstellen möchte. Die Balken sind frei beweglich. Und mit dem großen Knopf scheine ich die Lösung eingeben zu können. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik zusammenhängt. Hier sind die gleichen Symbole wie an der großen Tafel neben der Treppe. Ich bin ganz sicher, dass sie miteinander zusammenhängen. Hier sind die gleichen Symbole, ich bin ganz sicher. Römer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sichtbare haben wir. Wir haben auch 8 Teile. Also sind noch 6, oder? Es geht wahrscheinlich um die hier. Die. Oder kann ich noch die Beschreibung lesen? Ist das möglich? Hebel, Balken, Knöpfe. Mit den kleinen Hebeln kann ich wohl einstellen, ob ich das Symbol links oder rechts einstellen möchte. Die Balken sind frei beweglich. Und mit dem großen Knopf scheine ich die Lösung eingeben zu können. Keine Ahnung, wofür diese Zahnräder gut sind. Keine Ahnung, wofür die... Soll ich etwas rauslesen, welche Symbole hier sind? Ich kann hier 5 nehmen, aber... Warum sind es nicht hier unten welche? Hier habe ich die Schlange. Daneben ist dieses... Was aus 2 Hälften besteht. Daneben ist hier dieses D in der Art. Dann hier so ein kleines L.
Und hier haben wir so ein, ja, Dach. Ich kann es probieren, also keine Ahnung. Ich sehe hier auch weitere. Ob es die sind, keine Ahnung, aber die rot sind, weil es nur eins davon gibt. Also, ich brauche das S. Super, gibt's schon mal nicht. Gibt's ein S? Sind die Farben einfach so ein Spaß da? Kann sein. Okay, machen wir das. Dann hier dieses Geteilte in der Mitte. Nein. Nein. Das könnte das sein, keine Ahnung. So, dann brauchen wir ein D. Oh Leute, die Symbole sehen alle extrem hässlich aus. Könnte das sein? Brauchen wir ein L. Das wäre der, aber den kriegen wir nicht. Ne, ein L kriegen wir nicht. Mist. Kriegen wir hier um ein Dach? Das ist vielleicht andersrum gedacht, das ganze Rätsel. Hier hätten wir das Dach. Gelbe Bedeutung, ich glaube nicht, das einfach zu ablenken da. Boah, kann man die Symbole mal sich aus dem Meer anschauen. Boah. So, das war ein Tagebuch stehen. Ja, aber warum zeigst du mir das nicht, wenn ich gerade irgendwo anders stehe? Ja, okay, da sieht man es alles gut. Ich nehme es zurück. Ich dachte nur, weil es gerade eben so dazu passt, auf wie es angeordnet ist, dass das ja ein Durchgang ist. Es sind mehr Symbole. Es ist alles rot. Oh Mann, wie macht man denn das? Ist gerade zu spät. Ich will es eigentlich gerne noch lösen. Warum sind Menschen so kreativ, wenn es um Waffen, Krieg und Kampf geht? Wer so etwas bauen konnte, der hätte auch viel Gutes ersinnen können. Oh, Darren. Feindsicherheit geht vor. Hier ist noch so eine kleine Brüstung. Dass wir von oben zugeschoben konnten. Na Leute, stellt euch richtig hin. Mich wundert halt, dass es halt nur... Ich verstehe nicht, warum das 5 sind und unten 8. Das ist mir einfach unbegreiflich gerade. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik zusammenhängt. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik... Warum kann ich hier jedes Seil auswählen? Das ist vor allem so eine Sache. Soll ich jetzt, Moment, soll ich mal runtergehen und sagen, Louis, komm mal mit? Mit dem Schwein habe ich jetzt nichts. Ja, vielleicht muss mir einer oben helfen, ein Seil ziehen. Vielleicht das ist das Ding. Angelina? Was ist? Mom, kannst du dich bitte auf diese Bodenplatte da stellen? Hey, okay, das ist nicht das, was wir wollten.
Nee, okay, das ist Blödsinn. Angelina? Was ist? Kann Catherine sich auf die Platte da rechts stellen? Okay, ich kriege jetzt niemanden dazu, mir zu helfen. Nun gut, Leute, ich glaube, ich mache es mal eine Pause. Ich glaube, das Rätsel wird nicht so schwer sein. Wir müssen nur verstehen, warum wir die Seile auswählen können. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik zusammenhängt. Ein Seil, das wohl mit dem... Es wird wahrscheinlich wichtig sein, wo das Seil steht, und dann muss man genau dieses Symbol haben. Aber es sind halt, wie gesagt, 8 Symbole. Ich verstehe nicht ganz... Warum 8 solche Symbole stehlen und dann aber nur 5 oder 2 mal 5, also 10? Das weiß ich schon nicht. Aber wir werden es bestimmt erkennen. Von daher wünsche ich noch viel Spaß. Euer Landetour. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.